Man muss heute nicht nur allein die Arztköpfe betrachten, sondern auch die Arztzeit, die erforderlich ist, um das Patientenaufkommen gut bearbeiten zu können. Und wir haben natürlich eine Reihe von Teilzeitbeschäftigten und wir haben eine morbide klingt ein bisschen komisch, aber eine Patientenstruktur, die ältere Patienten beinhaltet, multimorbide Patienten beinhaltet und die Patienten brauchen natürlich mehr Zeit. Man kann natürlich die Forderungen nach wie vor aufrechterhalten und das tun wir Ärzte ja auch nach mehr Studienplätze, aber das allein kann nicht die Lösung sein. Es bedarf struktureller Veränderungen auch im Krankenhausbereich, vielleicht auch eine Änderung der Bedarfsplanung im ambulanten Bereich. Wir müssen gucken, dass die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte besser werden. Da habe ich besonders im Fokus die Betreuung von Kindern, die Akzeptanz, dass Menschen nicht nur zum Arbeiten da sind und viele andere Dinge. Mir hat es zumindest in einer bestimmten Generation von Ärztinnen, nämlich in der Zeit, in der sie auch Mütter sein wollen, was durchaus akzeptabel sind, sonst würden wir ja aussterben irgendwann, wenn wir das so durchhalten wollen. Und Ärztinnen haben natürlich dann auch die Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Das kann man aber durch staatliche Maßnahmen, Bereitstellung von Kindergärten, Ganztagsschulen und viele andere Dinge können einem da einfallen, auch ein bisschen besser regulieren. Das machen uns Nachbarstaaten vor, Schweden, Frankreich und andere. Und ich glaube aber, dass dann Frauen, wenn die Kinder erstmal einigermaßen großgezogen haben, hoch engagierte und kompetente Ärztinnen sind und dass wir natürlich in der Zukunft darauf achten müssen, wenn wir jetzt viele Frauen im Arztberuf haben, dass die dann eines Tages auch die Versorgung sicherstellen werden.